Guten Morgen. Es ist noch ziemlich früh. Ich schätze mal, jetzt wird es um die 5 Uhr sein. Ich bin gestern früh in der Falle gewesen, da ich in der Nacht davor auch nicht so viel geschlafen habe. Dementsprechend war ich um 4 Uhr musste ich einmal auf Toilette und seitdem bin ich wach. Mann. Gegen 9:30 bin ich dann aufgestanden, erstmal Kaffee gemacht. Porridge müsste jetzt auch gleich fertig sein. Da komme ich halt wieder früh los. Aber heute soll es ja nicht so warm werden. Obwohl der Himmel sieht schön aus. Nach schlechtem Wetter sieht es im Moment auf jeden Fall nicht aus. Mein heute angepeiltes Ziel wird der Dümmer See sein. Da gibt es ja jede Menge Campingplätze. Mal gucken, wo es mich hin verschlägt. Schauen wir mal. Ich bin wieder um 6.30 Uhr losgekommen, also wieder recht früh. Jetzt muss ich erstmal sehen, dass ich auf meine Route komme. Also ich muss jetzt erstmal hier so eine lärmige Bundesstraße entlang, aber zum Glück mit Radweg, dann geht's noch. Aber ich müsste gleich eigentlich auf meine Route stoßen, dürfte nicht allzu weit sein. Auf das Wetter bin ich mal ein bisschen gespannt. Soll ja heute nicht ganz so warm werden.
Im Moment haben wir so ein paar Schleierwolken. Schauen wir mal. Mittlerweile bin ich irgendwo in Osnabrück, irgendein Vorort. Unterwegs gab es nicht allzu viel zu sehen bis jetzt, außer Verkehr und ein paar Steigungen. Also bis nach Osnabrück hin geht es eigentlich recht fix. Wobei es auch zweimal ordentlich hoch geht. Naja, jetzt muss ich mal die Kamera weglegen. Da vorne sieht es nach Verkehr aus. Jetzt stehe ich hier am Rathaus des Westfälischen Friedens. Hier wurde im Oktober 1648 nach den 5 Jahren Verhandlung der Westfälische Friede ausgerufen. Da oben auf dem Balkon kann man nicht sagen, aber... Und ich zeige euch noch mal eben was. Die Türklinke vom Rathaus ist auch was Besonderes. Und zwar steht da Friede 1648 drauf mit einer Taube. Ja, schon beeindruckend, was damals hier passiert ist. Wirklich ein wichtiges europäisches Stück Geschichte. Damit wäre jetzt die Friedensroute für mich abgehakt und jetzt geht es weiter Richtung Bremen auf dem Brückenradweg. Bin ich mal gespannt, wie viele Brücken es zu sehen gibt. So, hier verlasse ich jetzt Osnabrück. Ich habe gesehen, dass ich hier schnell rauskomme. Habe die Route übrigens ganz gut gefunden. Habe mir unterwegs noch ein zweites Frühstück mit einer großen Tasse Kaffee gegönnt beim Bäcker. Haben wir noch ein Stück Mohnkuchen für heute Nachmittag eingepackt. So, und jetzt geht es erstmal Richtung Belm. Richtung Osterkappeln geht es von Belm aus irgendwie immer leicht bergauf. Habe ich gar nicht mehr so mit gerechnet. Aber ist noch okay. Also macht Radfahren Spaß. Eine Brücke. Ich denke mal Dortmund-Ems-Kanal, oder? Hier bei Hunteburg wird es auch einen tollen Lagerplatz geben. Mit Grill und da mit Feuerstelle. Allerdings steht da hinten ein Schild, Aufenthalt nach 22 Uhr nur für berechtigte Personen. Also ich gehe mal davon aus, dass hier dann auch regelmäßig kontrolliert wird vom Ordnungsamt oder wie auch immer. Naja, hier wird, ich meine, der Platz, der sieht gut in Schuss aus. Sieht relativ sauber aus für so einen Grillplatz. Für so eine offen öffentliche Stelle. Und jetzt Montagmorgen, ich weiß ja nicht, vielleicht wurde hier heute Morgen schon sauber gemacht. Keine Ahnung, weil normalerweise nach dem Wochenende sehen solche Grillstellen ja eigentlich nicht so toll aus. Naja, da geht's weiter. Diese alte Römerbrücke soll wohl namensgebend sein oder mitnamensgebend für die Route hier, für die Brückenroute oder Brückenradweg heißt es ja. Und naja, so viele historische Brücken gibt es hier eigentlich gar nicht.
Ah, seht ihr, da kommt das Grünflächenamt zum Saubermachen. Aber ist er eigentlich ganz sauber. Ja, plattes Land. Nicht ganz platt, aber... Da ist noch ein bisschen hügelig. Aber wir rollen jetzt langsam auf den Dümmer See zu. Da kam ich hier direkt an so einem Aussichtsturm vorbei und die Aussicht lohnt sich wirklich. Aber jetzt geht's weiter, obwohl ich habe ja wieder Zeit, bin wieder viel zu früh losgefahren. So, ich muss euch was erzählen. Also ich bin jetzt hier auf dem Campingplatz Thiemannshof in Lehmbruch. Und ja, der Empfang, der ist hier nicht ständig besetzt, da musst du anrufen und dann kommt aber ziemlich schnell jemand. Ist ja auch nicht schlimm, ist ja oft so mittlerweile. Ja, und dann schließt er auf, geht mit mir ins Büro, drückt mir den Schlüssel für die Sanitärhäuser in die Hand, gibt mir einen Lageplan von einem Campingplatz und sagt er, ja, wenn du morgen früh abreist, schmeißt du mir den Schlüssel dir ins Fenster, das Fenster ist auf Kipp. Ach so, und Radfahrer lade ich meistens ein. Ja, dachte ich mir, alles klar. Habe ich mich bedankt und ja. Deswegen werde ich hier wohl mal Werbung einblenden müssen, wa? Ja, aber soll ich nee sagen? Das mache ich dann auch nicht. Ja, ganz schön windig hier. Ja, ich hätte auch noch hinter dem Brombeer gekonnt. Wind ist nicht schlimm. Ja, bin noch mal zum See runtergegangen. Ist schon ziemlich windig heute. Also viele Surfer unterwegs. Ja, noch mal zum Campingplatz hier. Die Waschhäuser, die sind ganz ordentlich. Das eine an der Anmeldung scheint recht frisch renoviert zu sein. Das andere ist älter, aber sauber. Ja, der Platz hier ist eigentlich auch recht groß. Viele Saisoncamper hier. Und eine ziemlich große, ich sag jetzt mal Ferienwiese, wie auch immer man die nennen will. Schön hier mit so einer Gracht.
bin jetzt mit meinem Zelt doch noch mal umgezogen. War in einer Viertelstunde gemacht. Braucht man ja gar nicht ganz abbauen. Weil auf der anderen Seite vom Brombeerstrauch war es mir doch zu windig. Man erzählt es aus, ist keine Frage, aber hatte keine Lust, heute Nacht nicht schlafen zu können, weil es die ganze Zeit am Zelt rappelt.